Am Prämonstratenserorden hat mich immer fasziniert, eigentlich die Gestalt des heiligen Norbert, die für Innovation steht, dass man doch immer was Neues anfangen kann. Das ist nicht jeden Tag so, manchmal ist das auch alles ganz schön träge, aber ab und zu gibt es mir so einen zusätzlichen Stoß und die Zuversicht, dass die anderen mittun. Als ich 1991 als erster Prämonstratenser nach 359 Jahren, 503 Jahre waren wir davor schon mal da gewesen, wieder nach Magdeburg kommen durfte, war die Frage, wo geht es jetzt weiter? Und da hat sich im Gespräch mit dem Bischof nach einigem Überlegen und Mitleben hier in Magdeburg ergeben, dass wir ab 1996 mehrere kleinere Pfarreien übernommen haben mit der Zentralkirche St. Petri in der Innenstadt, die einfach von ihrer ganzen Anlage her als Klosterkirche auch geeignet ist. Wir haben morgens, mittags und abends im Kloster in der Regel Chorgebet und eine weitere gottesdienstliche Feier, nämlich eine Eucharistiefeier, also Abendmahlsfeier zu einer wechselnden Uhrzeit. Dann betreuen wir die Pfarreien, die uns anvertraut sind hier in Magdeburg. Und ich habe verschiedene Aufgaben, zum Beispiel bei einem kleinen Hilfswerk, das uns unterstützt, aber auch in der Studentengemeinde als Studentenpfarrer und noch anderes mehr. Und ja, am Sonntag hält man eine Predigt und damit die nicht zum Einschlafen zu sehr anreizt, muss man die auch mal vorbereiten. Das Chorgebet besteht ja aus mehreren verschiedenen Tagzeiten, die eine ähnliche Struktur alle haben. Es beginnt mit einem liedartigen Hymnus, dann folgen drei Psalmen, eine Lesung, in der Regel das Vaterunser, der Schlusssegen und manchmal noch ein Hymnus, zum Beispiel das Salve Regina. Wir sind ja gerade dabei, ein kleines Kloster zu bauen, hier in St. Petri am Elbufer. Warum ein Klosterneubau? Für uns ist es ganz wichtig, dass Menschen sehen, dass wir als klösterliche Gemeinschaft in dieser heutigen Gesellschaft leben und dass auch junge Männer, die vielleicht am Klosterleben Gefallen finden könnten, zu uns stoßen und einmal mitleben können. Und wir haben im Moment keine Gästeräume, nichts in dieser Richtung. Kirche und Pfarrhaus sind auseinander und deshalb wollen wir das an einen Ort bringen, typisch prämonstratensisch, dass es ein richtiges Kloster ist.